Fahrfehler des Lenkers wird nicht ausgeschlossen. Erst in der nächsten Anblick. Einigen Verletzten in den Krankenhäusern geht es ein bisschen besser. Bei mehreren Jugendlichen, die in den chirurgischen Abteilungen des Landeskrankenhauses Graz liegen, ist die Situation aber immer noch kritisch. Der Unglückslenker des ungarischen Reisebusses konnte übrigens noch nicht einvernommen werden. Der Lenker des ungarischen Skibusses liegt, wie die meisten verletzten Businsassen, im Grazer Landeskrankenhaus. Er ist ansprechbar, konnte aber wegen des Schocks und der Wirkung schwerer Medikamente noch nicht einvernommen werden. Ärzten gegenüber soll er gesagt haben, dass er sich an nichts erinnern könne. Der mit 45 Insassen vollbesetzte ungarische Reisebus ist Sonntag auf dem Rückweg vom Skiausflug in der Weinebene mit 100 km/h talwärts gerast. Bei Trahüten flog er aus der Fahrbahn über die Böschung und blieb zertrümmert liegen. 18 Menschen waren tot, fast alle Schüler und Schülerinnen. Warum der Bus über die Böschung flog, soll eine Untersuchung des Buswracks in Karlsdorf bei Graz klären. Vermutungen gehen in Richtung Bremsversagen oder Fahrfehler des Chauffeurs, dass er mit einem zu hohen Gang unterwegs war und die Bremsen so wegen Überhitzung versagt haben könnten. Doch der Untersuchungsrichter und der Sachverständige verweisen alle Annahmen noch in den Bereich der Spekulationen. Die Unglücksursache, sagen sie, stehe erst nach der Busuntersuchung fest. Ja, es war heute tatsächlich so, dass die Nachrichten, die heute vom Grazer Landeskrankenhaus gekommen sind, die ersten Nachrichten über die Verletzten seit dem Busunglück waren, die zu vorsichtigem Optimismus Anlass geben. Es war heute die Rede davon, dass sich der Zustand der Patienten wirklich gebessert hat. Der Zustand sei von einem instabilen in einen stabilen übergegangen. Und gebessert habe sich, das ist das besonders Erfreuliche daran, auch der Zustand jener zwei schwerstverletzten Kinder, die gestern noch in Lebensgefahr waren. Verbessert hat sich auch der Zustand des Fahrers, des Chauffeurs des Busses, aber wir haben es ja soeben im Beitrag gehört und gesehen, er ist nach wie vor nicht einvernehmungsfähig, er hat nach wie vor einen Schock, leidet unter dem Schock und bekommt sehr schwere Medikamente. Und zum anderen auf die Schaltung des Getriebe, denn das ist ja nach wie vor die wahrscheinlichste Unfallursache, entweder Bremsversagen oder dass irgendein Fahrfehler beim Schalten vielleicht auch ein Fehler passiert sein könnte. Also vorerst absolutes Filmverbot beim Wrack. Der seine Hand verlor. Jetzt versuchen die Ärzte mit allen Mitteln zu verhindern, dass der Körper des Mannes die Fresse. Sie haben Angst, der Kollege muss. Okay. Also, wir gehen dabei sind aus. Schalter raus. Und wenn er so ausschaut, dann führt es nichts. Und wenn Sie nicht innerhalb einer Woche mit der neuen Plaketten vorfahren, dann kostet es nochmal was. Költöztek el ebből a világból. A lehetségben
Thank you.